Jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen, ein Quäntchen Gerechtigkeit, ein bisschen Frieden. Ach, das fühlt sich gut an, ich glaube daran und ich bin ein guter Mensch, so. Wenn da nicht Franz Schandl wäre, der sagt, Gerechtigkeit ist ungerecht. Wie bitte? Was soll denn das jetzt denn wieder heißen, Herr Schandl? Hallo Franz. Ja, hallo, guten Morgen, ja. Ja, der Titel ist ja nicht unbedingt von mir, aber er drückt doch irgendwie aus, ich meine, dass ich die Forderung, das Postulat eigentlich in den Schwanz beißt, ja. Vor allem, ich meine, wenn ich mir anschaue, ich meine, wie inflationär dieses Vokabular irgendwie gebraucht wird, wer alle irgendwie hinter diesem Konzept steht, ja. Im Prinzip ist es eigentlich in der Zwischenzeit eine ziemlich leere Abstraktion geworden, die alle anrufen, alle können sich dabei wohlfühlen und es tut sich im Prinzip nichts, ja. Also das heißt, die gesellschaftlichen Veränderungen, die eigentlich notwendig sind, sind meiner Ansicht nach nicht unter diesen alten Formeln zu führen. Im Gegenteil, also die führen eigentlich in die Irre oder in die Irre, das Irre ist in dem Fall das kapitalistische System, sie führen eigentlich wieder zurück. Insofern denke ich mir, dass auf der einen Seite die Proteste durchaus unterstützenswert sind und auch in der Form ihre Meriten haben. Aber was da ideologisch daherkommt, das halte ich so etwas von vorgestrig, dass es schlimmer gar nicht der Fall sein könnte. Du sagst ja sogar, das Ideal der Gerechtigkeit ist ein fauler Tauschhandel und nur der religiöse Geist des bürgerlichen Rechts. Das heißt, das ist sogar was Weltanschauliches. Wir glauben an die Idee der Gerechtigkeit und das ist immer mit Quantum, also mit Masse verbunden, mit der Idee, wenn wir nur alles richtig verteilen, dann ist es auch gerecht. Du sagst, das ist ein Irrglaube? Ja, das ist auch ein Irrglaube, ja, weil im Prinzip geht es in der Zwischenzeit um viel mehr. Also wenn man sich die Geschichte der Gerechtigkeit anschaut, dann kommt sie auch eindeutig aus der bürgerlichen Revolution und sie ist irgendwie ein bürgerliches Prinzip und geht nicht darüber hinaus, ja. Und die letzten 200 Jahre waren diesbezüglich halt geprägt, also auch durch die Arbeiterbewegung, indem man versucht hat, diesen Kuchen irgendwie zu verteilen und oder besser gesagt noch gerecht zu verteilen, also so eine Proportion herzustellen, mit der man zufrieden gewesen wäre. Obwohl man war so und so nie zufrieden, weil man konnte auch gar nicht zufrieden sein. Ich habe das auch an einigen Beispielen irgendwie da versucht, in meinem Freitagartikel zu illustrieren, weiß ich was, und halt so eine absurde Frage gestellt, was halt die Gerechtigkeit heißt, wenn man, weiß ich, einen Multimilliardär wie den René Benko irgendwie mit dem Einkommen meiner seligen Mutter oder was vergleicht. Also das auf der Ebene, denke ich mir, ist nichts mehr zu holen und ist auch nicht auszuhandeln. Und es geht in der Zwischenzeit nicht nur, ob man etwas anderes will, sondern auch, ob man noch überhaupt etwas anderes wollen kann als etwas ganz anderes. Ja? Also ich denke mir, die Zeit dieser Art von Kompromisse und nichts anderes kann ja die Gerechtigkeit sein. Die ist irgendwie mit den ökologischen und ökonomischen und auch sozialen Zuspitzungen, die ist vorbei. Da ist nichts mehr zu holen. Also da führt man wirklich antike Schlachten, ich meine, in Kostümen, die absolut nichts mehr taugen, ja. Und da fürchte ich dann, dass auch diese Auseinandersetzungen, die notwendig sind und die auch geführt werden müssen, ganz einfach kollabieren an den eigenen ideologischen Schwächen. Du sagst, wir dürfen nicht nur über die Menge reden, über das Quantum, denn Gerechtigkeit, die Idee von Gerechtigkeit, von dieser bürgerlichen Gerechtigkeit sagt nicht, was man will, sondern nur wie viel. Da scheint das ja Problem irgendwie zu sein, dass wir allen Dingen einen Wert geben, sie vergleichen, sie ins Verhältnis setzen und wenn dann alles irgendwie gerecht verteilt ist, auf die Waage gelegt, dann haben wir Gerechtigkeit. Und du sagst, so einfach ist es nicht? Ja, vielleicht gleich einmal vorausschicken, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat oder wirklich ganz selten, aber das ist jetzt irgendwie furchtbar gerecht oder jetzt ist die Gerechtigkeit erfüllt. Also die Gerechtigkeit bleibt immer eigentlich ein moralisches Postulat, das alle vor sich hertragen können. Und im Prinzip muss ich sagen, sind hier die Beherrschenden sogar noch schlimmer als die Herrschenden, weil die Herrschenden sind zumindest abgefeimt und zynisch. Und die Beherrschten und Unterdrückten glauben teilweise sogar wirklich ganz ehrfürchtig irgendwie an diese Sachen. Ja. Im Prinzip geht es nicht darum, weil sich 10% weniger Straßen und 10% weniger Autoverkehr, Autos zu haben und dort etwas einzuschneiden und da, sondern es geht wirklich ganz um fundamentale Dinge, nämlich immer, was wollen wir, wie wollen wir wirtschaften, wie können wir dafür sorgen, dass es den Leuten gut geht, nicht, dass sie, also es geht darum, dass es den Leuten gut geht, nicht, dass sie irgendwie gut verdienen, was immer das irgendwie heißen mag oder so, ja. Insofern ist natürlich auch diese ganze alte
Debatte um die Umverteilung meiner Ansicht nach eine ziemlich scheinheilige oder falsche Rechnung, die da aufgemacht wird, weil letztendlich ändert sich nichts. Oder auch eben, wenn man sagt, man will Generationengerechtigkeit, denke ich mir, was heißt denn das wieder? Ja? Wir dürfen nur so viel Dreck machen, damit die auch noch leben können. Wir dürfen den Planeten nicht in 30 Jahren kaputt machen, sondern in 130. Also ich sehe da eigentlich nur eine Sackgasse. Ja? Mhm. Mit Gerechtigkeit fährt man an die bürgerliche Wand. Und es ist ja dann so als ethisches Problem, wird es aufgeladen, fast religiös. Und du sagst, die Vernichtung der Lebensgrundlagen ist eben kein ethisches Problem, sondern Resultat der Kapitalherrschaft und Folge ökonomischer Zwangsgesetze. Und diese ökonomischen Zwangsgesetze, die lassen sich mit solchen ethischen Fragen, mit Glaubensfragen und mit Gerechtigkeitsfragen nicht abschaffen? Oder was sind denn diese Zwangsgesetze, die uns so im Griff haben? Naja, im Prinzip, ich meine, dass wir uns alle irgendwie verwerten müssen. Das ist irgendwie, das betrifft alle. Also das heißt, das betrifft den Exxon-Konzern und Apple genauso wie dich und mich. Wir müssen alle, um irgendwie leben zu können, müssen wir uns in Wert setzen. Also das heißt, wir müssen etwas tun oder wir müssen arbeiten, Lohn arbeiten, damit wir irgendwie existieren können. Oder wir müssen jemand anderen für uns arbeiten lassen. Also im Prinzip sind wir dem unterworfen und dadurch, dass wir also unter dem Zwang stehen oder dass die kapitalistische Wirtschaft unter dem Zwang steht, Mehrwert und Profit zu lukrieren, ist sie auch gezwungen, so zu handeln, wie sie handelt. Insofern vielleicht ein konkretes Beispiel. Es hat jetzt diese Exxon-Geschichte gegeben, wo man dem ehemals größten Konzern der Welt vorwirft, er hätte Studien gehabt, in den 70er Jahren, die schon bewiesen hätten, wo denn das ökologisch hinführt. Und der böse Konzern hat das nicht gesagt. Also da war ich wirklich fast verführt, irgendwie einen Artikel pro Exxon zu schreiben, nämlich, dass die sich gerecht verhalten haben. Gerecht im Sinne ihrer Verwertung, gerecht im Sinne der Profitmaximierung, gerecht im Sinne, dass sie als Konzern groß werden, überleben und sonst was wollen, ja. Das Problem ist nicht, dass die sich beschissen verhalten haben, sondern das Problem ist, dass die und wir alle in diesem beschissenen System drinnen sitzen und diese Zwangsgesetze permanent vollziehen. Ja? Das heißt, wir verhalten uns ja praktisch alle, natürlich in unterschiedlichen Dimensionen, kontraproduktiv. Ja? Und dann nützen dann auch diese ganzen Sachen, wo ich auch nichts unbedingt dagegen habe, weil ich, dass man halt bessere Lebensmittel kauft und dass man versucht, Müll zu vermeiden und so weiter. Aber das sind alles Tropfen auf den heißen Stein, die letztendlich nicht befriedigen, außer sie befriedigen etwas, das eigene Bewusstsein, dass man sich besser fühlen kann. Aber im Prinzip geht es nicht darum, sich besser zu fühlen, sondern im Prinzip geht es darum, dass es wirklich irgendwie besser wird. Ja? Mhm. Und bei elementaren Maßnahmen, die man unmittelbar vielleicht setzen könnte und die ja durchaus noch nicht so sind, dass sie die Welt verändern sollen, tut sich gar nichts. Ich meine, in Deutschland dürfen sie auf den Autobahnen noch immer 210 oder was fahren. Also man könnte da dann x Beispiele anführen und man könnte meinen Artikel, der ja eher so ein Thesenpapier ist, ich meine, durchaus irgendwie empirisch auffüttern. Aber das ist das Problem. Ich meine, dass wir alle diesen Zwangsgesetzen unterworfen sind und aber so man sagt, ideologische Ausrichtung auch der neuen Ökologiebewegung nicht darüber hinausgeht, ja. Also sie sind in ihren Artikulationsformen, sind sie schon in der Zwischenzeit wieder entwickelter als die alte Grüne Partei, die ich in der Zwischenzeit eigentlich für ein völlig verkommenes Wrack halte. Aber sie schaffen es nicht, darüber hinauszudenken. Ich meine, sie schreien dann eher hoch die Gerechtigkeit und glaubt der Wissenschaft, ja. Boah, das halte ich für extrem beschränkt, beziehungsweise irreführend. Woher kommt denn immer wieder diese Falle der Moral? Also diese Moralkonsumierer, Leute, die glauben, Konsum ist eine moralische Frage, ich kann individuell das irgendwie lösen. Woher kommt denn dieser Glaube? Und bei der Gerechtigkeit ist es ja auch irgendwie eine ethische und eine moralische Frage, weil sich das gut anfühlt oder warum funktioniert das so gut, diese Erzählung? Naja, ich meine, sie wird auch kulturindustriell irgendwie hergestellt und seriell produziert, ja. Also das heißt, wir sind permanent dem ausgeliefert und ausgesetzt und hören und sehen eigentlich auch nichts anders, ja. Und das betrifft jetzt nicht nur den offen prokapitalistischen Mainstream, sondern das reicht eigentlich weit irgendwie in den durchaus aktuell sehr dominierenden Linksliberalismus irgendwie hinein, ja. Also alle Fragen irgendwie
extrem moralisch aufzuladen und persönliche Sachen in den Mittelpunkt zu stellen, die Strukturen außen vor zu lassen, die Marktwirtschaft vom Kapitalismus zu trennen. Also da könnte man auch, also das, wir sind so disponiert, ja, durch all unser Leben und unseren idealen Konsum, dass es schwer ist eigentlich, sich davon abzusetzen und anderes zu tun. Ja, also meine Artikel ist halt irgendwie auch nur ein vager Versuch oder ein Versuch, halt ganz einfach diese Sachen zentral zu hinterfragen. Aber ich glaube, wenn ich irgendwie auf ein Ökoplenum von Fridays for Future oder was ginge, würden mich die unmittelbar mit den Thesen als für einen Außerirdischen halten, ja. Und wenn ich Unrecht haben sollte, würde es mich freuen, aber ich fürchte, es wäre so, ja. Es geht ja mal zumindest darum zu abstrahieren, sich mal eine andere Ecke zu stellen, mal von oben zu schauen und sich in Frage zu stellen. Du sagst, der Kapitalismus ist die Verwirklichung der Gerechtigkeit. Das wäre jetzt die Gesamtthese, die irgendwie schwer zu erklären ist, wenn man nicht auch neue Begrifflichkeiten hätte. Also es geht ja um begriffliche Alternativen, um dieses Framing nicht mitzumachen. Und aber bisher sehe ich doch keine begrifflichen Alternativen, die das irgendwie besser fassen können. Und du sagst, wir werden beharrlich die Phrasen der bürgerlichen Epoche sagen wir auf, weil wir es nicht anders kennen, weil wir es irgendwie verinnerlicht haben. Ja. Müssen wir uns da auch sprachlich was Neues überlegen? Wäre das ein Anfang? Ja, es muss sich sprachlich viel tun, weil Sprache ist ja auch der zentrale Ausdruck, ist ja nichts Neutrales, mit dem man dies und jenes machen kann und dies und jenes sagen kann, ja. Also nicht wir sprechen die Sprache, sondern die Sprache spricht uns, ja. Also da muss ich schon einiges tun und da hoffe ich auch, dass sich einiges tun wird. Der Paul Lafargue hat einmal einen Artikel geschrieben, also das ist der mit dem Recht auf Faulheit, der Schwiegersohn von Marx, einen schönen Artikel geschrieben, wo er aufsteigende und untergehende Begriffe irgendwie auf der Französischen Revolution analysiert hat, ja. Und wir haben aber heute eine Situation, wo sich der Kapitalismus einerseits in extremen Krisen befindet, ökologisch, ökonomisch, sozial, ja. Auf der anderen Seite sehe ich aber, ideologisch ist er noch immer in der Offensive. Also weiß ich, es gibt ja nicht nur dieses Gerechtigkeitsgerede, sondern also die permanente Rede von den Werten, ja. Also da Werte und dort Werte und unsere Werte und so, ja. Also auch dieser Begriff, habe ich auch schon was dazu geschrieben. Dieser Begriff ist auch zentral zu hinterfragen, beziehungsweise zu sagen, dass der Wertebegriff irgendwie eindeutig mit dem ökonomischen Wertbegriff zusammenhängt und sich erst in den letzten 150 Jahren überhaupt durchsetzen konnte, ja. Mhm. Und so inflationär, wie er heute gebraucht wird, ist er noch nie gebraucht worden, ja. Und auch irgendwie die sogenannte Systemopposition oder wie immer man sie bezeichnen will, ob ökologisch oder eher klassenkämpferisch oder sonst wie orientiert, die spricht halt auch von Werten, halt dann von anderen Werten oder so. Und nicht irgendwie davon, dass man, indem man so etwas moralisch irgendwie postuliert, schon der bürgerlichen Sprache irgendwie auf den Leim gegangen ist, ja. Daher sage ich auch in dem Artikel, wir müssen relativ konkret sagen, was wir wollen und was wir nicht wollen, ja. Und wie ein gutes Leben ausschauen könnte und was dazu vonnöten ist und was da auch abschaffbar wäre, ja. Also es geht nicht um einen Ausgleich. In gewisser Hinsicht geht es um ein Aus. Ja, also das heißt, bestimmte Sachen sind zu entsorgen und zu entledigen. Ja, und das könnte man dann eigentlich auch sehr konkret machen. Wir bewegen uns aber alle, sowohl die Herrschaft als auch die Beherrschten, auf der Ebene von abstrakten Prinzipien, die wir uns irgendwie um die Ohren schlagen. Ich kann Sätze, wo dreimal Wert, Gerechtigkeit und Demokratie vorkommt, die halte ich überhaupt nicht mehr aus. Die sind analytisch unerträglich, ja. Die haben eine kritische Temperatur von, weiß ich was, minus 50 Grad Celsius, ja. Da fröstelt mich, ja. Ja. Mich fröstelt auch gerade. Du hast den guten alten Marx angesprochen, der hat das ja auch schon verhandelt und sagt irgendwie so sinngemäß, die Tradition der toten Geschlechter lastet wie ein Alb auf dem Gehirne der Lebenden. Das heißt, wir haben das irgendwie aufgesaugt, haben es in uns drin und müssen uns irgendwie davon befreien und sagen, Schluss jetzt damit, hart brechen. Also harte Brüche sind dann nötig nach Marx oder wie würdest du das interpretieren? Ja, würde ich schon so interpretieren. Aber im Prinzip, ich meine, der erste Schritt wäre, dass man die Leute dazu bringt, darüber nachzudenken, wie sie denken. Also das heißt,
ihre eigenen Reflexionen, die sie setzen, noch einmal zu reflektieren. Also zu fragen, warum denke ich so und nicht anders? Woher kommt das? Ja, also ein Versuch, irgendwie eine doppelte Reflexion zu machen. Ja, aber vielleicht einen kurzen Satz noch zu Marx. Also Marx und Engels waren eigentlich keine Erfüller der Gerechtigkeit. Das ist so etwas typisch Sozialdemokratisches, war das, was in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufgestiegen ist, sondern die waren ja Kritiker der Gerechtigkeit. Also die Formel, weiß ich, ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagwerk oder so, da haben sie sich eigentlich ziemlich darüber mokiert und lustig gemacht, ja. Also, wobei, ich muss schon noch dazu sagen, es geht nicht irgendwie darum, irgendwie jetzt diesen Begriff zu verdammen oder auch irgendwie historisch irgendwie zu relativieren. Es geht gar nicht um die Einschätzung, ob der nicht auch, weiß ich, für die aufsteigende Arbeiterbewegung durchaus auch einige positive Sachen irgendwie gebracht hat, also auch irgendwie in der Mobilisierung. Aber jetzt sage ich, der ist so beschränkt, da kommt nichts mehr. Auf diesen Formeln herumzureiten, da wird nichts weitergehen. Da ersticken wir in unserem eigenen Morass. Es geht auch um eine sprachliche Emanzipation. Ja? Also auch die Sprache ist ja letztendlich in einer Krise. Vor allem die kritische Sprache ist in einer Krise, weil sie eigentlich den herrschenden Jargon spricht. Ja? Und diesen Jargon, den muss man in Frage stellen. Und Gerechtigkeit ist da nur, weiß ich, ein Beispiel, aber man könnte also viel mehr nennen. Also auch eine Auseinandersetzung irgendwie mit dem Wert- und Wertebegriff wär angesagt, der ja so positiv irgendwie daherkommt und halt dann zu so absurden Sachen führt, wie die westlichen Werte, die wir hier global verteidigen, und auf der praktischen Ebene führt das zu nicht viel anderes, als dass man, weiß ich, die Ukraine irgendwie aufmunitioniert. Also das ist ja dann so die Wertetorpedos und die Gerechtigkeitspanzer, die dort dann eingesetzt werden oder so, ja. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen, weil es ging mir natürlich in dem Gerechtigkeitsthesenpapier nicht nur diesen Begriff in Frage zu stellen, sondern überhaupt die ganze Begrifflichkeit des Universums, den dieser Begriff irgendwie angehört, ja. Also das heißt, das ist irgendwie eine exemplarisches Thesenpapier auch als Kritik der herrschenden Sprache zu lesen. Und das genau ist passiert, bei mir zumindest. Ich muss mir diese 14 Paragraphen gegen die Umtriebe der Gerechtigkeit nochmal durchlesen. Das kann man zum einen auf freitag.de, aber auch auf streifzüge.org. Und da gibt es auch noch mehr Artikel von Franz Schandl, den ich herzlich grüße im wunderschönen Wien. Und ich hoffe, dass wir bald wieder plaudern. Alles Gute und noch einen schönen Tag, Franz Schandl. Ja, danke und auch einen schönen Tag.